Recht herzlich willkommen zur 29. Folge von This War of Mine. Ja, letztes Mal waren wir bei den Deserteuren und hatten irgendwie keine Chance da, was zu kriegen. Sind dann fast unverrichteter Dinge weg. Er ist in einem Stück, genau, das ist es. Wir haben echt da die schlechten Karten gehabt. Na, die interessanten Dinge waren jetzt nicht so prickelnd. Bruno war wütend. Könnt ihr mal auf der Suche nach Freunden? Ne, das ist schon lange her. Da ist ein Bug drin. Ja, Bandagen brauchst du noch. Man bewegt sich kaum. Eine Krankheit bringt ihn um. Da müssen wir mal gucken. Wir haben auch keine Tabletten mehr. Das ist ganz schlecht. So, kurzer Check. Leicht verletzt, leicht krank. Hungrig. Er geht dahin. Sie ist sehr müde, das heißt, sie geht erstmal schlafen, weil sehr hungrig ist sie noch nicht. Bruno hatten wir gerade, der macht das Essen. Marin, todkrank, erholt sich. Hungrig, leicht verletzt, traurig und müde. Tja, er geht da und holt das Fleisch da erstmal raus. Was anderes geht gar nicht gerade. So ein Shit. Bruno macht's Essen. Ja, können wir wieder einen reinlegen. So, wunderbar. Dann können wir nochmal Feuer nachlegen, weil wir haben es immer noch 0 Grad hier. Kein blassen Schimmer, warum dem so ist. Bruno isst erstmal selber was. Bewegt sich dann nach unten. Wer kommt da? Es ist jemand an der Tür. Pavel ist auch müde, aber Pavel macht gerade die Tür. Es ist so kalt hier drin. Deswegen habe ich den Ofen ja auch schon angemacht. Ja, ich komme ja schon. Er ist hungrig, geht erstmal was essen, auch wenn er todkrank ist, aber an Hunger soll es nicht Schwierigkeit sein. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, ich wollte gerade. Ne, Maren geht was essen, nochmal gesagt, ne? Er ist es. Geht Pavel dahin? Ja, lassen den nach Hause tragen. Andere Chance haben wir gar nicht. Tür ist zugegangen, das ist schon mal was. Bruno hat uns noch was zu erzählen. Okay, hier schlafen Bruno. Aber Bruno braucht gar nicht schlafen. Sie ist hungrig, verletzt, erholt sich. Und ist sehr müde. Es war richtig, unsere Nachbarn zu helfen. Ich bin froh, dass wir es getan haben. Okay. So traurig. Ne, todkrank und traurig. Und was sagt er dazu? Bin froh, dass wir unseren verletzten Nachbarn geholfen haben, sonst wäre er jetzt tot. Gut. So, er kann schon mal runtergehen, aber auf dem Weg kann er auch noch da gerade etwas machen. Nämlich ein Feuerholz auflegen. Schafft er nicht mehr, oder wie? Na, Brennbares brauchen wir. Das heißt, er geht weiter. Er macht Feuerholz. Katja ist nur noch müde. Und wir haben keine Tabletten oder irgendwas für den Kollegen hier. Müssen Holz machen. Hungrig, verletzt, erholt sich.
Ja, sie ist noch müde. Wir müssen eigentlich warten, bis das Müde weg ist. So, dann Bruno Feuerholz drauflegen noch. Und wir legen zwei Feuerholz drauf. Da hinten muss noch irgendwas. Ach, nee, das ist unser Gemüse, ne? Das brauchen wir nicht machen. Gucken wir da erstmal rein. Ja, wir können viele Sachen am machen, aber bringen tut uns das gerade nichts, ne? Warm wird's irgendwie auch nicht. Können wir noch einen Ofen herstellen? Doch, 3 Grad gerade. Müssten wir einen zweiten Ofen herstellen können. 18 Teile, wir haben 60. Oh, ich glaube, ich stelle noch einen her. Ich glaube, wir machen den dahin. So, wie ist mit ihr? Sie ist noch müde. Dann muss ich noch was essen. Nur die Zeit läuft uns auch gleich weg. Ja. So, sie ist nicht mehr müde. Das heißt, sie kann jetzt auch was essen, wenn sie es dann noch schafft. Aber ich glaube, 7:10, ja, wenn sie sich beeilen würde, kann sie noch was essen. Verletzt ist sie natürlich auch, ne? Wir brauchen Tabletten und Medikamente. Und sie schafft es noch nicht mal mehr, was zu essen. Ja. Ne, sie geht plündern, der bleibt im Bett schlafen. Ja, wir stellen keine Wache auf und beten, dass das so geht. Und dann müssen wir gucken, dass wir mit ihr irgendwo hingehen. Hier gibt es viele Medikamente. Ja. %19. Da haben wir die Hälfte. Da gibt es eine Menge Medikamente, eine große Menge Waffen, eine Menge Teile, möglich Handel. Vorsicht ist geboten, den Handel könnten wir nehmen, ne? Der Handel, das ist vielleicht. Ist das letzte Gemüse dann? Ne, vielleicht nehmen wir das Gemüse nicht. So, können wir noch einmal Essen machen? Ich weiß nicht, was wir mitnehmen sollten. Das Schießpulver vielleicht. Die Patronen bringen uns auch nichts. Können wir nicht herstellen. Das ist auch nicht. Also das, das und ein Fleisch könnten wir entbehren, oder? Oder? Ich weiß es auch nicht. Wasser fehlt uns auch. Ja. Wir gehen damit los. Gucken wir mal, was wird. Sie ist hungrig und verletzt. Tja. Gucken, was wir dort finden. Nichts als unnützer Abfall, super. Kommt der Händler da jetzt raus oder über das? Ich glaube ja, ne? Da ist er schon.
Ja, er braucht Medikamente, die wir aber leider nicht haben, weil wir die auch brauchen. Das war schade, ne? Gewöhnliches Zeug, ja. Gut, wir können uns einigen. Das reicht nicht. Gut, wir können uns einigen. Okay, das ist natürlich super, dass wir die zwei Elektroteile kriegen können. Ah, wir können noch Wasser gebrauchen. Das reicht nicht. Da können wir uns einigen. Brauche ich noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Bandagen hat er auch nicht. Das handeln wir. Und dann gucken wir mal weiter. Vielleicht kommen wir hin, rum wir gleich nochmal wieder. Nichts, das sich lohnen würde. Hier waren wir schon überall, oder wie? Das zu, was es da noch gibt, aber ich glaube, da ist auch wieder nichts, ne? Doch, da gibt es was. Dann gucken wir, dass wir die Position hier alle noch leer kriegen. Nichts Besonderes. Da war der Ausgang nur. Okay. Da sind die zu Hause, ne? Zeit ist noch gut. Nächsten rüber. Nichts. Tja. Er geht besser zu Bett. Und wir gehen besser da mal gucken. Tja, Wasser. Ich muss es nehmen. Andere Chance habe ich gar nicht. Ich nehme noch ein Wasser. Zucker. Da kann ich Medikamente herstellen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und hier haben wir nichts, ne, oder? Oh, hier haben wir ganz viel. Munition. Filter. Nicht. Das haben wir eben gekauft, ne? Oder wie ist das? Das will ich alles nicht mitnehmen. So, nochmal durchchecken. Obwohl, da können wir auch gleich das zweite auch mitnehmen. Wenn wir schon stehlen, dann richtig, ne? Filter können wir nicht gebrauchen, weil Winter ist. Schießpulver können wir auch nichts mit anfangen.
Dann nehmen wir das Wasser noch so weit mit, wie es geht. Holz ist alles da. So, das geht nicht mehr mit. Ne, wollen wir auch nicht mitnehmen. So. Das können wir gebrauchen. Tabak. Kräuter brauchen wir für Medikamente herstellen. Aber Tabak. Können wir Zigaretten herstellen? Ich glaube nicht. Ich brauche lieber Holz zum Heizen momentan. Die Sägeblätter. Ich glaube, wir nehmen es so mit. Die Patrone nehme ich auch nicht mit. Ich nehme lieber das Holz mit. Und dann verlassen wir das. Ich wüsste gern, ob der am Schlafen ist, der Mann, oder nicht. Wach wird oder nicht, das ist noch die Frage, ne? Naja, aber ich denke mal, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Das Risiko gehe ich jetzt nicht unbedingt ein. Wir können noch nach oben laufen mal gerade. Konnte man hier hoch oder nicht? Ich meine, man konnte doch hier hoch, oder? Wohl doch nicht. Ja, dann geht's doch nicht da hoch. Naja, was soll's. Okay, dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.